Das Changes-Video ist endlich da, doch haben wir viel Verwirrung in den Kommentaren wahrgenommen. Vorweg möchten wir also direkt etwas zu euch, unseren lieben Zuschauern, sagen. Wir werden weiterhin Star Wars behandeln und das Thema wird unter keinen Umständen, wirklich unter keinen Umständen von unserem Kanal fallen. Uns ist wichtig, mehr vor die Kamera zu treten und genau diese Ära sollte das Changes-Video ankündigen. Also sorry nochmal für die Verwirrung, das war unser Fehler. Habt keine Sorge, wir sind weiterhin für euch da. Jetzt nur häufiger mal vor der Kamera. Und vor allem auch mit Star Wars. Also viel Spaß mit dem Video. Wie ihr sicher wisst, sind Taha und ich schon immer extreme Star Wars und vor allem Clone Wars Fans gewesen. Nicht ohne Grund ist unser Kanalname angelehnt an das 212. Klonbataillon. Und nicht ohne Grund kürt Captain Rex unser Profilbild. Umso spannender finden wir die 12. Episode von The Mandalorian. Das Recappen der ganzen Folge überlassen wir jetzt einmal unseren Star Wars und YouTube-Kollegen. Wir wollen uns lieber das Interessanteste aus der gesamten Folge anschauen. Wie sie schnell während der Infiltration des angeblich unbedeutenden Außenpostens herausstellte, war diese imperiale Einrichtung kein Militärstützpunkt. Bei der letzten erwähnenswerten Einrichtung des ehemaligen Imperiums auf Nevarro handelte es sich um ein Labor. Genauso erstaunt beobachten wir die Tanks, in denen sich verformte Körper befanden. Vor allem das Ende der 4. Folge regt uns zum Diskutieren an und heute wollen wir einen genauen Faktencheck durchführen, um Moff Gideons Soldaten und Experimente zu verstehen. Ihr wollt mit uns diskutieren und mit einer über 11.000 Mitglieder großen Community über Star Wars sprechen, Memes anschauen und lachen? Dann kommt jetzt auf unseren Discord-Kanal und werdet Teil der größten Star Wars Community Deutschlands. Der erste Link in der Videobeschreibung. Jetzt anklicken und dabei sein. Die Schlüsselrolle in alledem spielt wohl ein spezieller Wissenschaftler, den wir schon in der ersten Staffel sehen durften. Dr. Pershing, dessen Symbol am Arm den Laboroutfits der Kaminoaner gleicht. Die zwei Wissenschaftler aus der aktuellen Folge tragen ebenfalls dieses Symbol. An den Experimenten des Labors sind alle drei somit beteiligt. Die in den Tanks befindlichen toten und deformierten Körper lassen uns also eines klar wissen. Dr. Pershing ist zwar ein Klonungsexperte, da er eindeutig von den Kaminoanern gelehrt bzw. geschult wurde. Doch das spezielle Ziel, der Auftrag, ist immer noch sehr gefährlich. Explizit geht es um den M-Wert, den Midichlorian-Wert. Midichlorianer sind mikroskopisch kleine Lebensformen, wie wir von Meister Qui-Gon wissen. Anakin Skywalker als Beispiel, der Auserwählte, besaß mit über 20.000 die höchste Konzentration dieser Lebensformen in seinem Körper. Durch die Midichlorianer besitzt der Wirt, in diesem Fall das Kind, die Fähigkeit, mit der Macht in Kontakt zu treten und diese für sich zu nutzen. Doch Pershings Aufgabe ist die Transfusion, einem anderen Lebewesen die Macht einzuflößen. Das Blut des Kindes wurde dafür abgezapft, um humanoiden Wesen, wie es in der Audiodeskription zur aktuellen Folge genannt wird, diese Fähigkeit zu geben. Nach 14 Tagen allerdings scheinen sämtliche Probanden verstorben zu sein. Eine weitere Information, die wir dank der Audiodeskription der Folge erfahren durften. Dass die Versuche zu katastrophalen Misserfolgen geführt haben, ist im Legends-Universum länger bekannt. Daher wissen wir auch, dass Klonversuche von machtsensitiven Lebewesen selten erfolgreich und meist tödlich enden. Hier haben sich die Schreiber also direkt vom Legends-Universum bedient. Eine gute Idee und unserer Meinung nach verdammt spannend. Interessanter wird es, als Pershing von einem Freiwilligen spricht, bei dem scheinbar die Versuche noch nicht fehlgeschlagen sind. Doch müssen neue Versuche aufs Eis gelegt werden, da mehr Blut vom Kind nötig ist und sie erstmal neue Forschungen betreiben müssen. Der erste Vorrat kam vom kurzen Aufenthalt des Kindes bei Pershings Labor auf Nevarro, bevor Mando diesen einen Besuch abstattete. Dieser Freiwillige wird eine wichtige Rolle spielen, die Frage aktuell ist nur, wer das sein kann. Da die Nachricht an Moff Gideon selbst gerichtet ist, ist er damit ausgeschlossen. Diese unbekannte Person wird mit starker Sicherheit eine Rolle für die Zukunft der M-Übertragung spielen. Doch kann es sich hierbei nicht um Snoke oder gar Palpatine handeln? Wir wissen ja, Palpatines Körper in Episode 9 war ein Klon, in dem seine Essenz, sein Geist Einzug gefunden hat, während er von Vader geschmissen den Schacht hinunterflog. Vor allem die Musik in der Szene erinnert uns stark an das Snoke-Theme aus Episode 7. Doch bleiben wir hier vorsichtig. Zu offensichtlich ist die Ähnlichkeit. Zudem hat Moff Gideon genauso wenig wie Pershing eine Verbindung zur späteren Ersten Ordnung. Es erscheint uns sehr unwahrscheinlich, dass er hier nicht in seinem eigenen Interesse auf Nevarro, fernab von Exegol und all den Sith-Loyalisten handelt. Am Ende einer jeden Folge werden die Konzeptzeichnungen dargestellt, die hier, genauso wie wir in den Tanks erkennen können, sehr unterschiedliche Körper darstellen. Der Stützpunkt auf Nevarro gilt völlig allein Gideon und seinen Machtplänen, dessen können wir uns ganz sicher sein. Der eine oder die andere wird sich jetzt nach der imperialen Offizierin fragen. Diese spricht am Ende der Folge von einer neuen Ära. Hier sprechen die
die Fakten aber erneut gegen diese Theorie. Die erste Ordnung wurde in den unbekannten Regionen gegründet, fernab von den restlichen postimperialen Warlords, wie es bei Gideon der Fall ist. Hier können wir also eher von einer Ära sprechen, die unter ihm selbst, Gideon, stattfinden soll. Seine Anhänger, und das haben wir bereits gesehen, haben vollstes Vertrauen in ihm und seine Methoden. So sehr, dass sie sogar dafür selbst ihr Leben lassen. Es ist also nicht abwegig, genau hiervon auszugehen. Jetzt stellt sich uns allerdings noch eine letzte Frage. Was ist mit den schwarzen Kreaturen am Ende der Folge? Auf der Aquitans-Klasse Kreuzer, die sehr imposant in Szene gesetzt wird, erfährt Gideon vom Peilsender an der Razor Crest. Ein Aufeinandertreffen und Kampf gegen Ahsoka ist uns damit garantiert. Auch weil der Schauspieler Giancarlo Esposito bereits Monate vor Release der ersten Folge epische Lichtschwertkämpfe ankündigte. Sehr wahrscheinlich kommen die Soldaten zum Einsatz und hier haben wir erneut eine Vermutung, die mit Fakten unterstrichen werden kann. Bei diesen um die 20 Stück schwarzen und leblosen Soldaten handelt es sich um Dark Trooper, hocheffiziente Superdroiden des Imperiums. Ja, genau die, die wir bereits aus dem Legends-Universum kennen. Sowohl die leblose Haltung, die einer Aktivierung bedarf, als auch ihr identisches Design machen uns sicher. Die Audiodeskription schließlich bestätigt uns die Vermutung. Es handelt sich um genau diese. Dark Trooper sind eine neuartige Produktion der imperialen Militärentwicklung, die auch gerade noch während der Folge an den Supersoldaten arbeitet. Das Klonprogramm, welches bis auf den einen Freiwilligen gescheitert zu sein scheint, und die Dark Trooper zeigen uns, es wird immer spannender in der zweiten Staffel. Alle bisherigen Inhalte aus den Trailern zeigten die ersten 4 Folgen. Mit den letzten 4 Folgen tappen wir also auf komplett unbekanntes Gebiet und wir können es kaum erwarten, wie es weitergeht. Boba Fett, Ahsoka Tano, das Dunkelschwert, die Klonungen und so vieles mehr. Ihr seid jetzt mit den besten Informationen gewappnet. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann.